immer wenn es einen Politiker trifft, der anderen Parteien, dann wird hier ein Riesenbohai gemacht. Was ist denn mit den Lehrern, die in der Schule immer häufiger Opfer von Gewalttaten werden? Was ist denn mit Rettungskräften, mit Feuerwehrleuten, mit Polizisten, die immer häufiger angegriffen werden? Sind die denn weniger wert als Politiker? Hallo und herzlich willkommen. Es ist ein beunruhigendes Zeichen, dass Wahlkämpfe in Deutschland zunehmend von Gewalt und Angriffen überschattet werden. Wenn es hierbei aber um Gewalt von links oder gegen AfD-Mitglieder geht, herrscht ein beunruhigendes Schweigen seitens Politik und Medien. Ich spreche heute mit Martin Hess über diese beängstigende Entwicklung und der niedersächsische Landtagsabgeordnete Holger Kühn-Lenz berichtet außerdem exklusiv von der Gewalt, die er am Wochenende am Wahlkampfstand erlebt hat. Hallo, Herr Hess, beste Grüße nach Ludwigsburg. Hallo Frau Seidler, grüße Sie und ich grüße auch die Zuschauer. Die Gesellschaft ist wieder mal mächtig aufgeheizt. Nach dem Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden ist der mediale Aufschrei riesengroß. Die AfD trage eine Mitschuld, sagt jetzt der SPD-Chef Lars Klingbeil, aber er ist nicht allein mit dieser Meinung. Wie bewerten Sie denn das derzeitige Geschehen? Es ist faktisch falsch und das zeugt von einem Grad an Doppelmoral und Heuchelei, das nahezu unerträglich ist. Ja, ich darf mal festhalten, dass die AfD, was Angriffe gegen die exponierten Vertreter angeht, in der Statistik ganz vorne steht. Die weitaus meisten Angriffe werden gegen unsere Leute durchgeführt. Und angesichts dieser Zahlen dann jetzt ein Angriff gegen einen SPDler hervorzuheben und daran jetzt sozusagen den Untergang der Demokratie markieren zu wollen, das ist wirklich höchstgradig heuchlerisch. Wenn man sich jetzt noch anschaut, dass diese Angriffe, die gegen unsere Exponenten durchgeführt worden sind, denken Sie an den Fall Magnitz, denken Sie an den Fall Junge, denken Sie aber auch letztens erst wieder den Angriff auf Tino Chrupalla, wie man da das verharmlos relativiert hat. Und sogar negiert, also geleugnet hat, dass es überhaupt Angriffe gab. Das ist doch in einem Maße unerträglich, dass man es fast nicht mehr steigern kann. Und wenn Sie sich jetzt die Reaktionen zum Beispiel von der Frau Esken anschauen, wenn Sie sich die Reaktionen von der Frau Faeser anschauen, die hier ganz klar sagen, man müsse Schutzmaßnahmen für die demokratischen Kräfte erhöhen. Die Frau Esken verurteilt Angriffe auf demokratische Parteien. Sie wissen, dass wir im Deutschen Bundestag immer bei diesen demokratischen Parteien von den anderen Fraktionen ausgenommen werden. Wir werden dadurch quasi zu Freiwild erklärt und das ist wirklich nicht mehr nur Demokratie gefährden, das ist schon Demokratie schädlich. Gleiches gilt für die unsäglichen Nazi-Vergleiche, die ein Herr Wüst in Bezug auf die AfD anstellt, die eine Frau Esken im österreichischen Fernsehen in Bezug auf die AfD anstellt. Das ist zum einen eine wirklich widerwärtige Verharmlosung von Nazi-Gräueltaten und hat natürlich zum anderen überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun. Man versucht hier mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln uns sozusagen außerhalb des gesellschaftlichen Diskurses stellen zu wollen. Das ist ein politischer Offenbarungseid dieser politischen Gegner. Und ich glaube aber zu erkennen, dass die Bürger in diesem Land dieses doppelte Spiel wirklich auch klar erkennen. Wissen Sie, immer wenn es einen Politiker trifft, der anderen Parteien, dann wird hier ein Riesenbohai gemacht. Was ist denn mit den Lehrern, die in der Schule immer häufiger Opfer von Gewalttaten werden? Was ist denn mit Rettungskräften, mit Feuerwehrleuten, mit Polizisten, die immer häufiger angegriffen werden? Sind die denn weniger wert als Politiker? Nein, sind sie natürlich nicht. Und denken Sie auch an den Normalbürger. Wenn Sie jetzt sehen, dass angesichts dieses Angriffes wieder Demonstrationen gegen rechts gestartet werden, obwohl, ich sage es nochmal, wir am meisten von Gewaltangriffen betroffen sind, dann frage ich mich, wo bleiben denn die ganzen Demonstrationen, wenn sogenannte Zuwanderer vierjährige Mädchen in unserem Land mit einem Messer schwer verletzen? Also ich glaube, hier ein krasses Missverhältnis feststellen zu können, bin aber überzeugt, dass eine Vielzahl der Bürger, und es werden immer mehr, diese politischen Scheindebatten auch erkennen und auch das demokratieschädliche Potenzial, das in solchen Äußerungen unserer politischen Gegner liegt.
Es ist wirklich nahezu grotesk, diese Doppelmoral, die hier an den Tag gelegt wird. Kommen wir mal zu Daten und zu Zahlen. Sie haben als Abgeordneter zusammen mit einigen Kollegen eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Da ging es um Angriffe auf Politiker, Parteibüros und Wahlplakate. Wie hat denn die Bundesregierung geantwortet? Was kam dabei heraus? Also wir hatten im Jahr 2023, also ich habe von 2019 bis 2023 abgefragt, wie waren denn die Gewalttaten gegen exponierte Vertreter, wie waren denn Angriffe gegen Sachmittel, also zum Beispiel Büros oder auch Wahlplakate. Da ist es eben so, dass im Jahr 2023 mit weitem Abstand die AfD von den Gewalttaten betroffen war. Wir hatten 86 Angriffe gegen unsere exponierten Vertreter. Auf Platz 2 folgen die Grünen mit 62 Angriffen und dann kommen weit abgeschlagen aus die SPD mit 35 Angriffen. Und ein noch verheerenderes Bild ergibt sich, wenn Sie die gewalttätigen Angriffe der letzten Jahre seit 2019 summieren, dann ist nämlich die AfD mit 469 Delikten unangefochten an der ersten Stelle. Wir sind sozusagen die Primäropfer politischer Gewalt. Und dann kommt erst abgeschlagen mit 209, kommen erst die Grünen. Wir haben also im Vergleich zum Zweitplatzierten 124% mehr politische Gewalt zu beklagen. Und auch das zeigt wirklich die unerträgliche Widerwärtigkeit der aktuellen Diskussion. Es scheint hier zweierlei Opfer zu geben im politischen Raum. Das eine sind die Angehörigen der anderen Parteien. Da bedauert man es zutiefst. Wenn aber die AfD in wirklich großer Zahl, und die habe ich Ihnen gerade dargelegt, angegriffen wird, dann sind das maximal Randnotizen wert und dann erfolgt eben kein großer Aufschrei. Und das ist wirklich ein Zustand, der völlig inakzeptabel ist. Ein Beispiel für die Gewalt gegen die AfD ist jetzt vom letzten Samstag. Der AfD-Landtagsabgeordnete Holger Kühnlenz ist in Nordhorn in Niedersachsen angegriffen und leicht verletzt worden. Er hat uns heute Morgen exklusiv über die Tat berichtet. Wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an. Und dann hört ihr nur, euch Nazis, ihr, euch brauchen wir nicht, ihr seid Nazis, und fuhr weiter. Daraufhin sehe ich die nach einer Dreiviertelstunde circa, wie die auf uns zukommen. Und daraufhin bin ich auf die zugegangen und habe denen gesagt, Leute, lasst den Scheiß sein. Was soll der Blödsinn? Oder muss ich erst die Polizei rufen? Und in dem Moment packten beide in die Taschen, holten die Eier auf und warfen gezielt auf meine Person. Ich wollte den Mann versuchen festzuhalten. Und in dem Moment schlug er zu und traf mich voll auf meine Nase und haute dann sofort ab. Worauf ich dann die Polizei gerufen habe und die auch gleich dann mit zwei Streifen da angekommen sind. Ich habe einen richtigen Faustschlag ins Gesicht gekriegt, direkt so auf der Nase. Und meine komplette Lederjacke ist total versaut durch die Eierwürfe, die ja wirklich gezielt gemacht haben. Und der Schlag war auch gezielt. Ich hatte Glück, dass ich noch gut reagiert habe in dem Sinne. Weil ansonsten hätte er mich voll auf meine Brille und wahrscheinlich hätte ich dann mein Augenlicht verloren. Herr Hess, wenn wir uns das jetzt anschauen oder anhören, was Herr Kühnlenz berichtet, warum gibt es denn hier keinen medialen Aufschrei? Warum äußert sich Frau Faeser hier denn nicht? Was ist denn hier los? Ja, wie ich es vorher eigentlich schon angedeutet habe, die AfD scheint ein legitimes Ziel aus Sicht unserer politischen Gegner zu sein. Wie gesagt, Frau Faeser hat explizit bei der Erhöhung der Schutzmaßnahmen auf demokratische Kräfte abgehoben. Und im Deutschen Bundestag wird uns ja dieser demokratische Aspekt immer in Abrede gestellt. Das heißt, sie bezieht es explizit nicht auf die AfD. Und auch Saskia Esken hat sich diesbezüglich so geäußert. Und daran können Sie klar erkennen, dass es hier eben mit zweierlei Maß gemessen wird und dass hier die Opfer bei der AfD, ich möchte jetzt nicht so weit gehen zu sagen, geradezu herbeigesehnt werden, aber sie werden zumindest gebilligt und als Kollateralschaden einer völlig verfehlten Regierungspolitik hingenommen. Das Problem bei der gesellschaftlichen Polarisation, die wir derzeit zu verzeichnen haben, die natürlich auch zu mehr Gewalttaten an den Rändern führt,
liegt doch auch, und da muss man sich ehrlich machen, in einer völlig verfehlten Politik, die von der Ampelkoalition betrieben wird. Aber auf gar keinen Fall liegt die Ursache in der AfD, die hier nur zugegeben, teilweise überspitzt, pointiert, aber das ist im politischen Betrieb eben erforderlich, die Regierungsarbeit kritisiert. Wenn eine desaströse Regierungspolitik betrieben wird, dann muss man das auch mit klaren, deutlichen Worten ansprechen können. Und das hat es eben nichts mit einer Gewaltbefeuerung zu tun, wie uns immer unterstellt wird. Wenn aber die Gegenseite wirklich widerwärtigste Nazi-Vergleiche anstellt, die mit der Realität aber überhaupt gar nichts zu tun haben und zusätzlich noch die damaligen Taten der tatsächlichen Nationalsozialisten auf unerträgliche Weise verharmlost, dann ist das etwas, wo man sagen muss, dass die Gegenseite hier klar überlegen muss, ob sie so weitermachen will, weil dann natürlich es zu einer weiteren Polarisierung unserer Gesellschaft führt und zu einer immer stärkeren Zunahme auch politischer Gewalttaten. Und ich meine, dem gilt es gegenzusteuern. Das dürfen wir auf keinen Fall so länger hinnehmen. Sie sagten es gerade schon, die Innenministerin Nancy Faeser fordert mehr Schutz für die demokratischen Kräfte. Es ist klar, wen das am Ende wieder ausschließt. Konkret hat sie jetzt für heute um 18 Uhr die Innenminister der Länder zu einer Sondersitzung eingeladen. Was glauben Sie, wird dabei herauskommen? Ich befürchte, dass, wie so häufig, wir hier nicht konkrete Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Sicherheitslage in Deutschland erwarten dürfen, sondern dass wieder einmal die einseitige Fokussierung auf rechts erfolgt, respektive fortgesetzt wird, sodass hier im Kampf gegen rechts vielleicht nochmal aufgesattelt wird, aber das wahre und tatsächliche Problem eben in keinster Weise erkannt bzw. angegangen wird. Und deshalb von solchen Veranstaltungen, wenn es um eine solche Thematik geht, da dürfen wir als Bürger dieses Landes nicht wirklich viel erwarten. Und noch einmal, ich würde mir wünschen, dass es nicht nur Sondersitzungen der IMK gibt, wenn Politiker betroffen sind, sondern dass es auch Sondersitzungen gibt, wenn unsere Kinder von sogenannten Zuwanderern entweder getötet oder schwer verletzt werden. Das ist es, was in einer Form eine Schieflage der Sicherheitspolitik in Deutschland darstellt, die für mich persönlich und ich denke auch für viele Bürger nicht mehr akzeptabel ist. Definitiv. Herr Hess, danke für Ihre Zeit. Sehr gerne, Frau Seidler. Machen Sie es gut.